Ja, liebe Stahlblocker-Freunde, jetzt habe ich einen interessanten Interviewgast, nämlich Herrn Stefan Kubina. Er ist nämlich Head of Operation von RX Austria. Ich würde Sie vielleicht mal bitten, können Sie sich kurz vorstellen und was ist Ihre Aufgabe? Sehr gerne, danke, dass ich da sein darf, dass wir miteinander sprechen dürfen. Sie haben es schon gesagt, ich bin Head of Operations für das Industry Portfolio von RX Austria. Das heißt, ich darf die Intertool hier und die Schweißen hier verantworten, genauso wie die Smart und die Autozoom in Salzburg, die Smart ist in Linz. Das sind also die Messen, die bei uns in das Industry Portfolio hineinfallen und dafür bin ich verantwortlich. Okay, danke. Was hat sich denn so jetzt in den letzten Jahren für Sie als Veranstalter verändert? Also ich glaube, was wir mal für die Intertool auf jeden Fall sagen können, ist der neue Veranstaltungsort. Wir sind zum zweiten Mal jetzt hier in Wels und das funktioniert auch sehr gut. Das war auch ein Wunsch der Ausstellerschaft, dass wir den Veranstaltungsort von Wien nach Wels legen. Das hat 2022 sehr gut funktioniert und ist jetzt eben zum zweiten Mal hier und damit ist der Zuspruch ist nach wie vor da und da freuen wir uns sehr drüber. Eine zweite Veränderung, die wir auf jeden Fall sagen können, ist das Zusammenführen der Intertool mit der Schweißen. Das gab es in der Historie schon mal, ist jetzt aber in der Neuzeit der Veranstaltung, sage ich mal, zum ersten Mal hier gemeinsam in Wels. Das hat einfach den Hintergrund, Wels ist im Herzen, im industriellen Herzen Österreichs. Und was wir schaffen wollen, ist eine Industrieplattform, wo wir möglichst viele Synergieeffekte nutzen wollen, sowohl für die Ausstellerschaft, aber auch für die Besucher. Das heißt, wenn man hierher kommt, dass man einfach alles abdeckt, was möglicherweise gebraucht werden kann im eigenen Betrieb. Und das Feedback ist sehr gut. Wir sehen Zuspruch auf beiden Messen, das freut uns. Also das Konzept geht auf. Es ist noch ein bisschen früh, um ein Resümee final zu ziehen. Aber die ersten zwei Tage sind sehr vielversprechend und das sind so die größten Veränderungen. Ja. Wenn wir jetzt zu Daten und Fakten kommen zu dieser Messe, können Sie uns da ein bisschen was verraten und aus dem Nähkästchen plaudern? Aus dem Nähkästchen plaudere ich selten, aber ich kann zumindest ein paar wichtige Fakten sagen. Also insgesamt bespielen wir hier drei Hallen. Das ist die Halle 19, wo die Schweißen stattfindet und die Halle 20 und 21, wo die Intertool stattfindet. Das sind roughly 25.000 Bruttoquadratmeter. Wir haben 350 Aussteller, die hier vertreten sind, Aussteller und Mitaussteller. Würde man die Marken dazu nehmen, wäre die Zahl noch höher. Wir hatten bei der letzten Intertool ca. 10.000 Besucher und bei der letzten Schweißen ungefähr 12.000 und das ist auch das Ziel für dieses Jahr. Wenn man sich die Tendenzen jetzt anschaut, wie gesagt, das ist noch früh und die Messetage sind immer ein bisschen anders besucht, aber dann ist der Trend geht in die richtige Richtung. Also wir werden auch hier mit diesen 12.000 Besuchern hoffentlich die Messe abschließen können und wären sehr zufrieden. Ansonsten, ich glaube, zu den Zahlen, natürlich kann man auch die Aussteller fragen, wie sie mit dem Geschäft zufrieden sind. Unser Gefühl ist, dass das Investitionsvolumen hier vor Ort ist, dass die Gespräche qualitativ hochwertig sind. Das ist zumindest das, was wir von unseren Ausstellern in den Gesprächen zurückgespielt bekommen. Aber da können Sie ja vielleicht nachfragen und das eine oder andere dann aus dem Nähkästchen von jemandem anderen erfahren. Das mache ich gerne. Mich würde auch jetzt interessieren, Sie als Messeveranstalter, jetzt sind ja viele Betriebe, die, ja, sage ich mal, im Metall-Stahl verarbeitenden Branche bei mir als Stahlblocker, die mir folgen. Was würden Sie denen jetzt mitgeben? Warum sollen die zum einen auf die Messe kommen oder sogar auf der Messe ausstellen? Also ich glaube, Messen sind nach wie vor der Ort, wo man gerade haptische Dinge sehr, sehr gut darstellen kann. Wir haben hier ganz viele Aussteller, die sich unfassbar viel Mühe geben und Produkte hierher bringen, also ihre Maschinen. Und ich glaube, das ist einfach, natürlich ist jetzt vielleicht in einer Walze oder in einer Fräse nicht die große Emotion drinnen, aber ich glaube schon, dass es was ausmacht, hierher zu kommen. Das heißt, mein Appell ist an die Aussteller, das ist eine großartige Plattform, wo wir unfassbar viele Interessierte an einem Ort haben und wo man sich als Unternehmen präsentieren kann, wo man sich mit dem Mitbewerb auch messen kann und das finde ich ist auch mal so ein bisschen dieser Konkurrenzgedanke im positiven Sinne, den man durchaus da mal rausstreichen kann. Wir schaffen die perfekten Rahmenbedingungen. Ich möchte an der Stelle auch der Messe Wels Danke sagen. Wir haben hier ein perfektes Umfeld für so eine Messe. Das ist von der Logistik angefangen über die Abwicklung bis zum Ticketing hin. Das funktioniert großartig. Das heißt, es ist auch für die Aussteller vielleicht ein Argument, wenn sie deutsche Messen kennen, wo das dann vielleicht doch etwas verregelter ist. Hier sind wir sehr pragmatisch und haben eine super gute Möglichkeit, einen sehr convenient Messeauftritt zu gewährleisten. Herr Kubina, danke fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg mit der Intertool und Schweißen. Ja, liebe Stahlblocker-Freunde,
Ich bin weiterhin auf der Messe, begleitet mich auf meinem Kanal und die neuesten News und Trends gibt's von mir. Bis gleich.